Kate, diese Lasagne sieht wirklich fabelhaft aus. Ganz köstlich sieht sie aus. Und das ist selten in diesem Haus. Ich habe dich schon zweimal gebeten, das zu unterlassen. Was? Es ist nur ein kleines Schwätzchen vor der Mahlzeit. Du weißt schon, was ich meine. Reime nicht auf alles, was ich sage. Null Problemo, weine nicht. Es kommen bald bessere Tage. Kate? Ja? Kate, er hat es schon wieder gemacht. Was denn? Er gefällt sich darin, seine Antworten in Reime zu fassen. Und denkt gar nicht daran, das endlich zu lassen. Also jetzt fange ich auch schon damit an. Was ist das für ein Ekel? Der kann mir in Zukunft wirklich gestohlen bleiben. Ich fürchte, zwischen Lynn und ihrem Freund hat es ganz schön gefetzt. Ja, ja, sie scheint ziemlich verletzt. Das ist typisch. Reimt das liebe Katie-Lein, fällt ihr dazu gar nichts ein. Das jahrelange Training der Tenners, mit Alf-spezifischen Situationen fertig zu werden, hilft ihnen auch diesmal. Schlimmer ist es im Augenblick um Lynn bestellt. Doch das Leben geht weiter. Und so sitzt man wenige Tage später ohne Lynn am Tisch und spielt. Komm, Daddy, du bist dran. Gut. Hier. Wissenschaft oder Sport? Er nimmt Wissenschaft. Wenn du gestattest, ich kann mich für mein Gebiet selber entscheiden. Wer hat den Grand Slam das letzte Jahr gewonnen? Ich nehme Wissenschaft. Aus welchem wesentlichen Element besteht der Planet Jupiter? Oh, das ist einfach. Wasserstoff. Das ist falsch. Es ist Buttermilch. Willi hat recht. Es ist Wasserstoff. Und warum nennt man ihn dann allgemein Buttermilchplanet? Wer hat ihn denn jemals so genannt? Die Jupertonia. Es steht auf ihren Nummernschildern. Mami, du bist dran. Sehr gut. Ich nehme Showbusiness. Kate, welches singende Phänomen? Florence Henderson. Alf, du bist jetzt nicht dran. Die Antwort ist nicht Florence Henderson, sondern Shirley Jones. Als ob es da einen großen Unterschied gäbe. Die Post ist gekommen, aber wen interessiert das schon? Oh komm, spiel doch bei uns mit. Hä? Nimm Alfs Platz. Mir ist jetzt nicht nach Spielen. Ich bin auf meinem Zimmer, wenn es euch interessiert. Mann, eine echte Stimmungskanone. Es ist erst eine Woche her, dass mit Leloyd Schluss gemacht hat. Seinen Tick mit den zwei L's habe ich nie verstanden. Vielleicht, weil er so lelam war. Es braucht einfach seine Zeit, bis man darüber hinwegkommt. Ich werde mal nach ihr sehen. Ja, bring das wieder ins Lelot. Alf, für dich war ein Buch in der Post. Du hast ein Buch bestellt? Gräme dich nicht, Wilhelm. Es ist gratis. Die Prämie für den Beitritt beim Buchclub. Wieso? Bist du jetzt Mitglied in einem Buchclub? Nun, nicht ich bin Mitglied, sondern du. Zum Glück haben sie deine Kreditwürdigkeit nicht überprüft. Shelley Winters Weg zur wahren Liebe. Wir schicken es zurück. Es ist nicht für mich, es ist eine Hilfe für Lynn. Das wird ja eine tolle Hilfe sein. Kapitel 1. Liebe ist wie eine Pizza. Oh, wie köstlich. Alf ist begeistert von dem Buch. Er verspricht sich eine große heilende Wirkung davon. Und so setzt er sich abends zu Lynn ans Bett und liest ihr daraus vor. Liebe ist wie eine Pizza. Zuweilen ist sie kalt und fad, dann aber wieder heiß, scharf und würzig. Das Geheimnis besteht darin, sie stückweise zu genießen und die Sardellen erst zu guter Letzt. Alf, ich will jetzt von der Liebe nichts wissen, auch nichts von Pizzas. Genauso wie es Shelley beschreibt, du suhlst dich in einem Sumpf von Selbstmitleid. Und sie sagt, dass du dich besser fühlst, wenn du dich einem Freund anvertraust. Also komm schon, vertrau dich an. Also, Lloyd will mit einem anderen Mädchen ausgehen. Ach, wenn ich den Namen bloß höre. Soll ich mich dir nun anvertrauen oder nicht? Entschuldigung, Lloyd. Wir haben so gut zueinander gepasst. Wir wollten im Planetarium heiraten. Und nach mir wollte er einen Kometen benennen. Wie sollte er denn heißen? Lillin? Alf, bitte. Kommt nicht wieder vor, ich verspreche es. Sie möchte ihre Ruhe haben. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht irgendetwas brauchst. Nein, danke, Mami. Für mich ein gefrorenes Joghurt, danke. Alf, dich hat niemand gefragt. Von da, wo du es immer holst, falls dich dein Weg dahin führt. Fahr vorsichtig. Ich werde mich nie wieder verlieben können. Ja, richtig. Kümmern wir uns lieber um dein Problem.
Aber du hast doch gesagt, dass wir darüber sprechen sollen. Ist ja schon gut. Gibt es keine anderen Jungs, mit denen du gerne gehen würdest? Naja, ich glaube schon, dass es einen gibt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er gern mit mir gehen würde. Und wer ist der Bursche? Er heißt Benny Duckworth. Er ist im Baseballteam. Warte. Da ist ein Bild von ihm. Doch nicht etwa der Trottel mit dem Wassereimer. Nein, das ist sein Vetter Donny. Da, das ist Danny, der mit den drei Schlägern. Na, dann ruf ihn doch an. Was denkst du, er soll doch nicht wissen, dass ich ihn mag. Du magst einen Jungen, der nicht wissen soll, dass er der Junge ist, den du magst? Genau. Erstaunlich. Das verstehst du nicht. Ich verstehe durchaus. Ihr verständigt euch dadurch, dass ihr nicht sagt, was ihr meint. Wir sagen, was wir meinen. Aber der andere muss damit anfangen. Hm. Shelly, Shelly, jetzt kommt es auf dich an, Baby. Komm und lass mich jetzt nicht im Stich. Ah, zweites Kapitel. Ergreife die Initiative. Sprich mit deinem Freund und bitte um seine Hilfe. Ha! Genau das habe ich gemeint. Vermittlung, Sie können mir helfen. Ich brauche die Nummer von einem gewissen Duckworth. Alfs Bemühungen als Psychiater hindern ihn nicht daran, sich im Haushalt zu betätigen. Verbissen versucht Willy eines Morgens, die Folgen dieser Küchenarbeit zu beseitigen. Bewaffnet mit Zange, Pinzette und viel Geduld, kämpft er mit der Kaffeemaschine. Wieso um alles in der Welt versucht er sich an einem Bananenkaffee? Ich glaube, dass du den tieferen Grund gar nicht wissen willst. Hey Willy, wann hast du das letzte Mal in deinem Rasierer die Klinge gewechselt? Oh, ich habe einen elektrischen... Wozu hast du dich rasiert? Lies Shelley Winters. Frauen lieben gut rasierte Männer. Lass gefälligst die Pfoten weg. Und zwar von allem, was mein Gesicht berührt. Alf! Wie konntest du mir so etwas antun? Was denn? Ich konnte mein Deo nicht finden. Lynn, was ist los? Ich habe heute eine Verabredung zum Bowling mit Donny Duckworth, dem dümmsten Typen von der Schule. Das verdanke ich meinem Bruder Alf. Deinem Bruder? Ja, das hat er Donny weiß gemacht, als er ihn angerufen hat. Aber du hast es doch gewollt. Davon kann gar keine Rede sein. Du hast mir gesagt, du magst den Kerl. Ich hab dir gesagt, ich mag Danny Duckworth, aber du hast Donny angerufen, seinen Vetter. Danny, Donny, Florence, Charlie, da wird einem ja schwindelig. Ich leg mich ein bisschen hin. Nein, du bleibst hier, Bruder. Ich glaube, du hast noch einen Telefonanruf vor dir, um die Sache wieder auszubügeln. Es ist zu spät, Mami. Donny hat uns bereits zwei Bowling-Shirts gekauft, und zwar im Partnerlook. Das ist meine Idee gewesen. Ich hoffe, du magst das flotte Muster. Oh. Was Alf macht, macht er gründlich. Und so begnügt er sich nicht, Lynn den rechten Weg zu zeigen. Nein, er begleitet sie auch noch ein Stück, psychologisch gesehen. Das Geheimnis des Bowlings, oder Tallerkreuz, wie es im zivilisierten Universum genannt wird, liegt im Handgelenk und außerdem im Reifegrad der Melone. Bei uns wird Bowling nicht mit Melonen gespielt. Womit spielt ihr denn sonst? Mit schweren Plastikkugeln. Was denn, tatsächlich? Naja, wenigstens sind sie auch essbar. Oh, wie schön, Donny ist da. Jetzt denke dran. Shelley Winters sagt, die beste Therapie gegen eine geplatzte Romanze ist eine neue Romanze. Und ein Stück Schokolade. Hey, Sie müssen Donny Duckworth sein. Kommen Sie rein. Danke, aber ich bin Danny Duckworth. Ich komme sozusagen in Donnys Vertretung. Oh, nett, Sie kennenzulernen. Wo ist Donny Duckworth? Danny. Naja, er war so nervös vor diesem Treffen, dass er vor Aufregung kotzen musste. Oh, das klingt nicht gut. Tja, bei seiner letzten Verabredung ging es ihm genauso, da war es die Milz. Das klingt auch nicht viel besser. Lynn! Hallo, ich bin Mrs. Tanner. Sie sind sicherlich Donny Duckworth. Nein, nein, ich bin Danny Duckworth. Donny konnte nicht kommen, weil er... Eine Magenverstimmung oder eine Milzverschlingung. Ich erkläre dir das später. Ich hoffe nur, dass es Lynn recht ist, dass ich an seiner Stelle komme. Oh, da bin ich ganz sicher, keine Sorge. Gut. Danny Duckworth? Grüß dich, Lynn. Donny ist krank und er hat mich gebeten einzuspringen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich meine, naja, ich glaube schon. Er hat mir diese Bowling-Shirts mitgegeben, aber ich mache mir nicht viel aus Bowling. Ich dachte, wir fahren vielleicht ins Autokino. Wäre das auch recht? Ja, das wäre fantastisch. Ich meine,
Warum nicht? Das Dumme ist bloß, ich habe kein Auto. Hattest du einen Unfall? Nein, Donnie hat sich übergeben. Klingt aber gar nicht gut. Doch daran darf Lynns Lebensglück jetzt nicht scheitern. Ohne zu zögern, zieht Willy seine Wagenschlüssel aus der Tasche. Währenddessen hat Alf sich schon auf den nächsten Schritt seiner Therapie vorbereitet. Er wartet im Auto. Walk like an Egyptian. Wiedersehen und vielen Dank für den Wagen. Schluss mit der Dame aus Ägypten. So, das wäre geschafft. Soll ich fahren? Es ist besser, wenn ich fahre. Ja, okay. Aber wenn wir da sind, können wir dann die Plätze tauschen, falls jemand da ist, den wir kennen? Klar. Danke. Na toll, wir fahren zum Bowling und ich habe nicht mal eine Melone dabei. Wenig später im Autokino. Tut mir leid, dass wir da reingeraten sind, aber ich dachte, Sie geben Moonstruck. Aber das macht nichts. Ich sehe diese Charles Bronson-Filme gerne mehrmals. Möchtest du etwas Popcorn oder... Oh, im Augenblick nicht. Danke. Tortillas? Wie wär's mit Tortillas? Nein, danke. Alf ist am Ende seiner Geduld. Verstehe einer diese Erdlinge? Ja, bitte. Nein, danke. Stundenlanges Blabla. Kein Zweifel, er muss eingreifen, um seine Therapie voranzutreiben. Vorsichtig macht er sich hinter Lynns Sitz bemerkbar. Was ist dabei? Nur eine Fleischwunde. Ich dachte, du wolltest Ärztin werden. Ja, stimmt. Aber jetzt möchte ich lieber Popcorn. Wenn es dir recht ist, ich habe plötzlich so ein unkontrollierbares Bedürfnis nach Popcorn. Ja, schon gut, gut. Willst du die Riesentüte oder die Familienpackung? Wie du willst. Okay. Hi. Was hast du in diesem Auto zu suchen? Ich verpasse im Fernsehen die Modeschöpferin. Und wofür? Was, wenn Danny dich hier sieht? Hey, ich sitze in der Falle. Also müssen wir das Beste draus machen, okay? Du wirst mir wieder alles verderben. Was wäre hier zu verderben? Wir sitzen auf einem dummen Parkplatz und hören einen dummen Film. Das ist ein Autokino, genau wie ein normales Kino, nur dass du im Auto sitzen bleibst. Gut, dann bestelle ich erstmal was zu essen. Hey Jack, 2 Burger und 1 Tüte Fritten. Der Lautsprecher ist für den Film. Auch gut. Hey, schaltet mal aus dem Reich der Tiere rüber zu dem blauen Kombiwagen. Runter mit dir, Danny kann jeden Moment zurück sein. Du solltest lieber einen Blick ins Kapitel 9 werfen. Wie locke ich ihn in die Falle? Ich brauche weder deine Hilfe noch die von Shelley. Darf ich dich daran erinnern, wie du heute Abend da sitzen würdest, wenn wir beide nicht wären? Wie denn? Klingelt es vielleicht bei dir, wenn ich sage, er soll nicht wissen, dass ich ihn mag? Überlassen wir Lynn einen Augenblick ihrem Schicksal und wenden wir uns dem Rest der Familie zu. Was macht Luckys Wasserschale in der Mikrowelle? Alf! Ich habe ihn schon gesucht, aber ich kann ihn nirgends finden. Na, dann guck doch mal unter unser Bett. Hab ich. Und in der Garage? Auch. Auch im Auto? In welchem Auto? In unserem. Unser Auto ist weg. Willy, Lynn ist damit zum Autokino gefahren. Na typisch, den lieben Alf nimmt sie mit ins Autokino, aber mich nicht. Oh. Kate, mach du mal auf, ich fahr zum Autokino und hol Alf. Ich kann nicht zum Autokino, Lynn hat den Wagen. Es ist vielleicht nicht der richtige Augenblick, aber ich sage es dir nochmal, wir brauchen einen Zweitwagen. Hey, Kate. Oh, Trevor. Trevor, können Sie mir Ihren Wagen leihen? Früher sagte man Hallo Nachbar, wie geht es Ihnen? Wie war der Jagdausflug? Hier ist Ihre Post. Oh, entschuldigen Sie. Oh. Hallo Nachbar, wie geht es Ihnen? Wie war der Jagdausflug? Naja, wir sind wie geplant am Samstag gefahren. Das Erste, was uns passiert ist, nach ein paar Kilometern hatten wir schon einen Platten. Brecker hat eine halbe Stunde zum Radwechsel gebraucht. Oh, dann ging alles gut, bis wir in die Nähe von Big Pine gekommen sind. Wir waren auf dem Highway 190. Nach ungefähr 15 Meilen, nur vielleicht waren es auch 16, stoßen wir auf eine Umleitung. Eine miserable Schotterstraße. Ihre Post. Oh, danke. Kann ich jetzt vielleicht Ihren Wagen haben? Wollen Sie denn über die Schotterstraße gar nichts wissen? Ehrlich gesagt, nein. Ich meine, nein, eigentlich schon mit Vergnügen, Trevor, aber ich muss... Kate würde sich ja gerne... Na, wie auch immer. Endlich kamen wir wieder auf die 190 zurück und landeten in einem grauenvollen Kaff. Da gab's nicht mal einen Andenkenladen. Keine Restaurants, überhaupt nichts. Wir waren dann in einer Imbissstube namens Fröhlicher... Soweit also die Ereignisse im Hause der Tenners. Im Autokino hat die Unterhaltung inzwischen eine sehr persönliche Wendung genommen.
Also, du und Larry, ihr habt euch getrennt. Du meinst Lloyd. Oh, ja, ja. Stimmt. Nach diesem zaghaften Bemühen um Konversation ist erstmal wieder Stille. Ganz beiläufig legt Danny seinen Arm, in der Hand die Popcorn-Tüte, auf Lins Rückenlehne. Leider kommt ihr dabei Alf sehr nah. Zu nah. Oh, bin ich das gewesen? Ja, aber wie hast du das gemacht? Ich kann sowas. Ich lass dauernd Sachen fallen. Ist nicht wichtig. Ich mach mal sauber. Nein. Ich meine, lass nur. Mein Vater ist ganz wild darauf, den Wagen zu putzen. Er hat einen Staubsauger zum Vatertag gekriegt. Wirklich? Alf, schling das Popcorn nicht so runter. Das geht schief, wenn Danny etwas merkt. Was hast du denn? Ich muss mich verschluckt haben. Alles okay. Ich glaube, ich sollte was trinken. Was möchtest du denn? Ein Kräuterbier. Eine Riesenflasche oder lieber eine Sechserpackung? Überlasse ich dir. Du weißt, ich mag kein Kräuterbier. Warum willst du mir dieses Rendezvous vermasseln? Das nennst du ein Rendezvous? Das ist ein Stillleben in langweiligen Ölfarben. Ich frage mich nur, warum du dir sowas antust. Weil so ein großnasiger Außerirdischer unbedingt telefonieren musste. Großnasig? Machst du dich etwa lustig über meinen Riechkolben? Also vergiss es. Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert. Dann schlage ich vor, du lässt diesen Danny sausen und wir kratzen die Kurve. Nein. Warum nicht? Weil es erstens mal unhöflich wäre und weil er nach Hause laufen müsste und auch weil... Weil du diesen Kerl ganz einfach magst. Also, ja, ich mag ihn. Schon seit der 10. Klasse. Aber ich werde es ihm nicht sagen. Warum nicht? Weil ich diesen Fehler bei Lloyd gemacht habe und das war das Ende. Na und? Glaubst du denn, dich lässt im Leben nie wieder einer sitzen? Shelley sagt, für jedes Herz gibt's eine gebrochene Laterne am Broadway. Ich habe es wirklich satt, mir von Shelley sagen zu lassen, was ich tun soll. Lynn, solche Weisheiten stammen doch nicht nur von Shelley. Solch guter Rat kommt auch vom ollen Alf. Hey, glaubst du denn wirklich, ich hätte keine Erfahrungen beim anderen Geschlecht gesammelt? Hat dir jemand jemals das Herz gebrochen? Mehr als einmal. Ich war mal mit einer 58 Jahre lang verlobt. Wie hieß sie doch gleich? Ruby. Was ist aus ihr geworden? Sie hat meine Liebe weiter verschenkt. Obwohl ich ihr gesagt hatte, tu's nicht. Das ist traurig. Naja, am nächsten Tag lernte ich Rhonda beim Katerfrühstück kennen. Und ich dachte, sie ist wunderschön. Ich wollte sie unbedingt haben. Aber ich hatte Angst, es würde wieder schief gehen. So, ja, und was dann? Ich habe noch circa 17 Jahre gewartet und dann hatten wir ein Rendezvous. Und am Tag darauf ist der Melmac explodiert. Ganze 17 Jahre verloren. Ich verstehe, Alf. Danke. Oh, runter mit dir, Danny. Ja, ja, ja. Ich hoffe, es ist richtig. Sie hatten kein Kräuterbier. Ja, danke. Danny, ich möchte dir gerne was sagen. Was? Wolltest du kein Eis? Nein. Schon seit der 10. Klasse. Ach ja, die Klasse von der alten Cassidy. Mann, war ich damals in dich verknallt. Du warst verknallt in mich? Ja. Und warum hast du mir das nie gesagt? Du solltest doch nicht merken, dass ich dich mag. Weißt du, das ist das Problem bei den Erdlingen. Ich meine, bei uns Menschen. Sie sagen nicht, was sie meinen. Wenn dieser Planet morgen explodiert, dann haben wir beide viel Zeit verschwendet. Hä? Ist nicht wichtig. Ich bin glücklich, dass du mich magst. Ich mag dich sehr. Ehrlich gesagt, ich habe Donny Geld gegeben, damit er krank spielt und ich mit dir ausgehen kann. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist wirklich süß. Warte mal, du hast mich gekauft? 20 Mäuse und mein Auto für heute Abend. Und er wollte das Geld für die Bowling-Shirts. Aber du bist es wert. Entschuldigung. Lynn, dein Vater. Dad! Hallo, Lynn. Hallo, Danny. Was für eine nette Überraschung. Lynn, es hört sich vielleicht etwas eigenartig an, aber
Deine Mutter konnte heute Abend nicht einschlafen, weil ihr diese alte orange Decke gefehlt hat. Du weißt schon, diese alte Zottelfelldecke, die immer verschwindet, ja. Also, ich glaube, sie liegt auf dem Rücksitz. Ja, da ist sie. Ja. Ich werde sie mir jetzt mal schnappen. Und dann bin ich auch gleich schon wieder weg. Okay. Und ihr zwei, ich meine, ihr beiden solltet euch bei dem Film nicht weiter stören lassen. Also, Danny, was ist denn jetzt gerade passiert? Und während Danny abgelenkt ist, zerrt Willy die sich sträubende Decke vom Rücksitz. Okay, ich habe sie. Ich hab sie endlich wieder, die alte Decke. Schon nicht Mach weg. Langsam, Willi. Lass uns noch kurz am Imbissstand vorbeischauen. Auf keinen Fall. Aber die Preise sind manierlich. So hat Alfs Plan also doch noch geklappt. Lynn ist glücklich, Danny ist glücklich. Und wenige Tage später verschafft Alf sogar Brian noch eine Entschädigung für die entgangene Autokino-Vorstellung. Angelockt von dem Krach in der Garage, sehen Willi und Kate nach dem Rechten. Dort finden sie Alf und Brian, gespannt und mit glänzenden Augen auf den Vordersitzen von Willys Auto. Nein, mach nicht die Tür auf! Oh nein, sie hört nicht auf uns! Jetzt sind beide drin! Was spielt ihr beiden denn da Schönes? Das ist unser Autokino! Ja, und ihr habt euch reingeschmuggelt. Ich werde den Direktor rufen. Was wird denn heute gegeben? Die Wiederkehr des Sohnes des Ungeheuers aus dem großen schwarzen Sumpf. In der Hauptrolle Maxi Schell. Stört es euch, wenn wir mitschauen? Genehmigt, aber Hände weg von unserem Popcorn. Doch Willy hat ganz andere Absichten. Im Schutz der Dunkelheit nimmt er Kate auf dem Rücksitz des Wagens in den Arm. Popcorn kauend wirft Alf einen Blick in den Rückspiegel. Und passt auf, dass die Fenster hinten nicht beschlagen. Es ist ein sonniger Tag. Die Familie ist mit Alf im Garten und bereitet sich auf ein Cricketspiel vor. Danke, vielen Dank und willkommen zu den zweiten alljährlichen Tenor-Cricket-Ausscheidungsspielen. Ich stelle nun die Titelverteidiger vor, Lynn und Brian Tenor. Und die Herausforderer, Kate und natürlich Willy Tenner. Buh, Pfeif, nieder mit den Flaschen. Ich hätte eigentlich gedacht, Schiedsrichter seien unparteiisch. Beleidigung, Anpöbelei, du wirst vom Platz gestellt. Ich glaube, wir brauchen einen Schiedsrichter, der wenigstens einigermaßen mit den Regeln vertraut ist. Jetzt hört mal zu. Cricket war zufällig die populärste Sportart auf Melmark. Wir nannten das praktischerweise Dreckfressen. Alf! Hey, das ist nicht von mir. Und das Spiel ist dasselbe? Ganz genauso. Außer, dass zwei frisch verheiratete Paare nötig waren. Und ein Quizmaster. Ach ja, und der Schlag war etwas anders. Passt auf, ich mache es euch vor. Stütz mich ab, Willy. Willy! Jetzt könnt ihr genau sehen, warum es Dreckfressen heißt. Willy, hast du dir wehgetan? Ich mir, er mir. Ich glaube, mein Schienbein ist gebrochen. Was? Er spricht wie ein Profi, dabei kennt er das Spiel überhaupt nicht. Lynn, komm, wir bringen ihn zusammen ins Haus. Legt ihn auf die Couch, ich will ihn mir dann ansehen. Bleib mir vom Leib!
Ich will dir doch nur helfen. Und ich will in sicherer Entfernung von dir sein, soweit das überhaupt möglich ist. Jetzt gibt es nur noch den großen Schiedsrichter und den kleinen Dreckfresser. Mit dir will ich lieber nicht spielen, Alf. Das ist mir zu gefährlich. Gott, was für ein Tag. Erst zerdepper ich Willis Windschutzscheibe, dann mache ich Willis Motorsäge kaputt und jetzt mache ich Willi kaputt. Manchmal denke ich, die Tenners wären besser dran ohne mich. Und manchmal wünsche ich mir, ich wäre gar nicht hergekommen. Ich wünschte, ich wüsste endlich, was es mit dieser sogenannten Schwerkraft auf sich hat. Armer Alf, es ist wirklich nicht sein Tag. Aus lauter Verzweiflung hat er den Schläger in hohem Bogen hinter sich geworfen. Doch irgendwann, und vor allem irgendwo, muss das Ding ja wieder runterkommen. Das tut es auch, und zwar auf Alfs Kopf. Was danach passiert, doch hört selbst. Ach, die ganze liebe Familienfirma einträchtig beisammen. Du glaubst also, dein Schienbein tut weh, Willi Herz? Dann betrachte bitte mal die Beule an meiner Birne. Würdest du mir bitte die Palmherzen reichen, Vater? Gewiss doch, mein Sohn. Vielen Dank. Was ist denn hier passiert? Habt ihr Frost gekriegt? Und wie habt ihr Brian dazu gebracht, Palmherzen zu essen? Das passt ganz ausgezeichnet zum Steak Tartar. Hey, wie wär's mit etwas Mitgefühl? Ich hab grad einen Schlag eingesteckt, der hätte sogar Mike Tyson umgenietet. Möchtest du, Liebes? Oh, danke, Mutter. Schon gut, Cicely Tyson. Lass noch etwas Platz für die Crème Brûlée, meine Lieben. Oh, also ich mache das ganz sicher. Also entschuldigt vielmals, dass ich blute. Hey, was soll das? Wollt ihr den armen Außerirdischen schneiden? Was für eine üppige Mahlzeit. Da wird wieder eine Menge übrig bleiben. Wenn wir einen Hund hätten, dann gäbe es bei uns keine Reste. Stimmt, den Hund würden wir auf einen Haps verspeisen. Ha, ha! Was ist los? Ekelt sich keiner? Jetzt kommt schon, Tenners, redet mit mir. Sie können dich weder sehen noch hören, Alf. Ah! Hilfe, Hilfe, es ist ein Fremder im Haus. Ich bin enttarnt. Mich können Sie auch nicht hören und sehen. Willi! Das Fett brennt! Komisch, darauf haben Sie immer ganz panisch reagiert. Glaubst du mir jetzt? Nein, ich glaube gar nichts. Und wer bist du? Ich heiße Bob und ich bin dein Schutzengel. Klar, und ich bin dein persönlicher Osterhase. Tja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bist du bereit? Bereit? Wofür? Um dein neues Leben zu beginnen. Ich bin hier, um deinen Wunsch von heute Morgen zu erfüllen. Ich werde ein Rendezvous mit Madonna haben. Erinnerst du dich nicht mehr an deine Worte? Ich wünschte, ich hätte ein anderes Leben. Das habe ich nie gesagt. Ja, schon gut, ich habe frei interpretiert. Wenn du den genauen Wortlaut wissen willst. Manchmal wünschte ich wäre nie hierher gekommen. Ich wünschte, bumm. Bumm? Ja, da hatte ich der Schläger getroffen. Erinnerst du dich, das gesagt zu haben? Ich sag vieles, wenn der Tag lang ist. Ich bin Skorpion, weißt du? Nun, dein Wunsch wurde dir gewährt. Deine Lebensgeschichte wurde umgeschrieben und dein Leben bei den Tenners hat es nie gegeben. Ich hab mir schon so vieles gewünscht. Wie kommt es, dass mir ausgerechnet das hier erfüllt wird? Das Gesetz ist noch neu. Es wird erst jetzt praktiziert. Wenn ein Außerirdischer um ein neues Leben bittet, bekommt er es. Schwarz-Weiß oder Farbe, wie gewünscht. Also, dann wollen wir jetzt gehen. Ja, okay, gut. Ich brauche nur einen Augenblick, um mich zu verabschieden. Alles klar. Ich gebe auf. Ihr habt erreicht, was ihr wolltet. Sagt dem Kerl vom Mitternachtsprogramm, er kann jetzt wieder nach Hause gehen. Es hilft nichts, Alf. Sie können dich nicht sehen. Und wenn du mir nicht glaubst, dann sieh doch mal in den Spiegel. Komisch. Ich dachte, den hätte ich kaputt gemacht. Sieh nur mal rein. Er muss kaputt sein. Ich sehe unsere Spiegelbilder nicht. Wir sind Vampire. Nein, wir sind keine Vampire. Wir haben nur kein Spiegelbild, weil wir an diesem Ort nicht existent sind. Also wenn ich nicht existiere, dann muss es diesen armen Leuten ziemlich schlecht gehen. Wisst ihr, unser Leben hat sich viel besser entwickelt, als ich mir das je erträumt hätte. Da stimme ich zu. Wir haben zwei wunderbare Kinder, ein gutes Einkommen, ein großes Haus und keinen Außerirdischen. Das hast du sie sagen lassen. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du wohl. Hab ich nicht. Hast du doch. Nein. Doch. Ach, übrigens, nochmals vielen Dank für den Maserat. Keine Ursache. Ist es euch recht, wenn ich Julie meinen Porsche schenke? Ja, warum nicht? Danke. Sie hat Geburtstag und ich müsste ihr sonst eine Karte schicken. Okay. Sie haben ein bisschen mehr Geld. Na und?
Ich mach auf. Sagst du denn nicht, dass ich mich in der Küche verstecken muss, Willi? Hey, Jungs, kommt rein. Brian hat Freunde? Es durfte ja keiner kommen, als du hier warst. Kommt draußen in den Garten, wir haben eine neue Rutsche. So ein Aufsehen wegen einer albernen Rutsche. Lächerlich. Es ist eine Schwimmbadrutsche. Aber im Garten ist doch gar kein Platz für ein Schwimmbad. Naja, jetzt schon. Sie haben Ogmanics Haus dazugekauft und abgerissen. Die Ogmanics sind weggezogen? Das kann man so nicht sagen. Der Tee nach dem Essen, Monsieur, Madame, Senorita. Merci. Thank you. Gracias. Rackel Ogmanic. Jetzt sagt bloß, die hausen im Dienstbotentrakt. Ja, so ist es. Und wo haben die Tenners das viele Geld her? Weil es dich nicht gab, hatten sie mehr Geld als Kosten. Und du warst ja auch nicht da, um versehentlich Willis Lotterie loszuverputzen. Hey, ich dachte, es wäre Knäckebrot. Also, wenn ich hier nicht mehr lebe, wo lebe ich jetzt dann? Und wie sieht mein Leben aus? Oh, es ist ein wunderbares Leben. Möchtest du eine kleine Vorschau haben? Nee. Doch der Schutzengel lässt sich nicht beirren. Mit einem Fingerschnippen versetzt er sich und Alf an ein Fließband, auf dem kleine Kristallflaschen mit einer tiefblauen Flüssigkeit vorbeilaufen. Wo sind wir hier? Bei Cosmic Cosmetic. Das ist gut. Meine Henna-Spülung geht zu Ende. Aber du arbeitest hier. Arbeiten? Du meinst, in meinem neuen Leben hätte ich einen Job? Ja. Aber ich bin ein Innerausserirdischer. Das heißt, ich gehöre ins Haus, um den Kühlschrank zu bewachen und um für die Kinder die Fernsehprogramme auszusuchen. Trotzdem hast du in deinem neuen Leben einen Platz, an dem du richtig arbeitest. Wir bleiben hinter unserem Stundensand zurück. Ich lasse sie etwas schneller durchlaufen, damit der Boss sich nicht wieder aufregt. Das klingt aber nach einem recht guten Arbeitsklima. Da bedanke ich mich auch schön, Bobo. Zuerst bringe ich dich jetzt mal zu deinem Boss. Vielleicht gefällst du ihm. Nein, du verstehst nicht. Ich darf nicht arbeiten. Das gibt auch nur Probleme mit der Steuer. Bist du bereit? Nein. Ich wünschte, ich könnte das auch so wie du. Nur Engel können sich selbst transportieren. Nein, ich meine nur mit den Fingern zu schnippen. Ach so. Tja, damit hat der Außerirdische mit seinen Pelzfingern natürlich Probleme. Also, das ist das Büro vom Boss. Wie gefällt es dir? Könnte etwas Oberlicht vertragen. Und es fehlt ein Kühlschrank. Und da heißt es, du wärst anspruchslos. Hör zu, Bobo. Mein Leben ist schon stressig genug und ich brauche keine Anordnung von so einem Kotzbrocken von Sklaventreiber. In dem Augenblick dreht sich der Boss in seinem schweren Ledersessel herum. Im dunklen Anzug, die Zigarre zwischen den Fingern, das Telefon lässig unters Kinn geklemmt, geht er seiner Arbeit nach. Aber das ist doch Alf! Freddy! Wen willst du denn auf den Arm nehmen, hä? Dein Bericht ist wie eine karikierte Verhohnepiepelung einer fingierten Scharlatanerie. Wenn du nicht auf der Straße stehen willst, dann bring das in Ordnung. Und zwar pronto rapido. Na, wie findest du ihn? Ich finde, er ist ein ganz besonders gut aussehender Kotzbrocken von Sklaventreiber. Schicken Sie Mavis Winkler rein. Beeindruckt? Ja, in diesem Anzug würde ich aussehen wie ein junger Gott. Ich habe den Finanzstatus für das letzte Quartal, Mr. Shumway. Vielen Dank, Mavis. Und wie stehen wir da? Unsere Verkaufszahlen liegen 122% über denen des vorigen Quartals. Die Kosten für Personal und Herstellung sind um 30% gesunken, seit wir die Fabrik in Peoria endgültig abgeschrieben haben. Ho, ho, ho. Fahren Sie rechts ran und halten Sie die Hände ruhig, Mavis. Was bleibt unterm Strich? Sie sind reich. Wie reich? Sehr reich. Hier, sehen Sie. Ich mag reich sein, aber ich bin nicht reich genug. Erhöhen Sie umgehend die Preise. Werde ich sofort veranlassen, Sir. Lassen Sie es bleiben, ich mache es selbst. Mary Elizabeth, kommen Sie bitte sofort rein. Das sind Sekretärinnen? Ha, so schlecht scheint der Job gar nicht zu sein. Und wie bin ich so ein Industriekapitän geworden? Naja, bei deinem Sturz auf die Erde bist du in die Kosmetikabteilung der Bloomingdale gekracht. Und dabei ist blaue Kühlflüssigkeit in ein paar leere Kosmetikflaschen gelaufen. Tja, Jackie Onassis hat eine gekauft und die anderen wurden dem Vernehmen nach von Margaret Thatcher erworben. Jackie trug es auf der Silvesterparty des Präsidenten. Und alle sind ausgeflippt über den Duft und das Parfum wurde der Renner der Saison. Schon gut, ich bin im Bilde.
Gib jemanden die Unsterblichkeit und der redet dir ein Loch in den Bauch. Also der langen Rede kurzer Sinn. Deine Kühlflüssigkeit ist jetzt Amerikas beliebtestes Parfum. Shumway Nummer 5. Oh, habe ich auch irgendwas aus meinem Schmierfett gemacht? Shumway Lippenglanz. Und mit den Verbrennungsrückständen? Eine Gesichtsmaske. Und diesen Riesenerfolg konnte ich mir einfach wünschen, ohne wissenschaftliche Expedition, ohne die hässliche Tochter des Chefs zu heiraten, ohne alles? So ist es. Und ich muss mich auch nicht länger vor der außerirdischen Polizei verstecken? Der Präsident beschützt dich. Du hast das Staatsdefizit mit deiner goldenen Kreditkarte ausgeglichen. Okay, Bob, du hast gewonnen. Dieses Leben gefällt mir. Ich unterschreibe. Nach dem bewussten Fingerschnippen finden sich die beiden an einem Schreibtisch in höheren Sphären. Ich will nur den Papierkram erledigen, dann ist die Sache gelaufen. Versuch jetzt nicht durchzudrehen, Bob. Aber ich glaube, hier brennt es. Was? Oh, mach dir bitte keine Sorgen, das sind nur Wolken. Also ich glaube, ich habe mir jetzt die Geschichte von allen Seiten angesehen. War das nur Einbildung? Oder ist da gerade eine 747 durchgeflogen? Unter uns? Eine eindeutige Verletzung unseres Luftraums. Ich mache eine Meldung. Oh, sieh mal, das ist Michael Landon. Hey, du da, geh von meiner Wolke runter. Ho, 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 ich lach mich tot. Apropos, dein Hobby ist, mit Jets Rennen zu fliegen. Dein letztes Buch war Zen und die Kunst der Akquisition. Dein Lieblingszitat, Begierde ist eine Zierde. Ich glaube, mein neues Leben wird wunderbar werden. Ich werde reich sein, einen tollen Schlitten fahren, mach eine Notiz und ruf Madonna für mich an. Oder nein, zuerst rufe ich die Tenners an und bitte sie zu einer Pizza zu mir. Und dann verabrede ich mich mit Madonna. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Also gut, dann versuch's doch mal bei Maradona. Wie wär's mit den grauen Panthern im Showgeschäft? Vielleicht die Kessler-Zwillinge? Ich wollte sagen, du wirst nicht die Tenners zu dir bitten können. Nach der Transformation wirst du dich nicht mehr an sie erinnern. Aber natürlich werde ich das. Die Tatsache, dass ich reich bin, bringt mich nicht dazu, die kleinen Leute zu vergessen. Das wirst du sehr wohl, Alf. Du vergisst die Tenners und alles andere aus deinem früheren Leben. Oh, jeder ist erst ein bisschen nervös. Aber ich bin sicher, du wirst in deinem neuen Leben sehr glücklich werden. Ich kann mir aber kein Glück vorstellen in einem Leben ohne die Tenners. Ach, jetzt hör schon auf, Alf. Denk an deine Sekretärin, denk an deine Gewinnmarge, denk an deine andere Sekretärin. Und du hast doch gesehen, wie gut es den Tenners ohne dich geht. Naja, vielleicht hast du recht. Aber kann ich sie nicht noch einmal sehen, nur noch ein letztes Mal? Ich werde wohl am besten Mitglied beim Club für Oftflieger. Und mit einem Fingerschnippen sitzt Alf wieder in seiner vertrauten Umgebung im Wohnzimmer der Tenners. Kate und Willy spielen Schach. Die Ingram-Eröffnung. Ich bin nicht sicher, ob ich dir richtig begegnen kann. Mach es so wie ich. Warte, bis sie mal nicht hinsieht und dann friss den Springer. Mutter, Vater? Wie war es beim Fagottunterricht, Lynn? Der Lehrer sagt, meine Mundstellung hätte sich verbessert. Wie will er das wissen? Hat dich der Lehrer geküsst? Wunderbar, Liebes. Also, wenn ich nicht hier bin, geht auch der kleinste Karlauer in die Hose. So, ich gehe dann. Gehst du rüber zur Driving Range, Brian? Ja, ich muss es für meine Schlagtechnik tun. Sag mir doch nochmal, Vater, warum macht mir Golf so viel Spaß? Weil du dabei Gelegenheit hast, deine Geschäftskontakte zu kultivieren. Oh ja. Vielen Dank, Vater. Golf? Geschäftskontakte? Brian ist immer noch ein Kind und kein Jungmanager. Offenbar hat hier niemand mehr Spaß. Ich habe jedenfalls in den letzten 5 Minuten niemanden lachen hören. Ach, Kate, meine Liebe, habe ich dir den hübschen Witz erzählt von den Elefantenspuren im Käsekuchen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, woher weißt du, ob ein Elefant in deinem Kühlschrank gewesen ist? Woher? Du findest seine Fußspuren im Käsekuchen. Ganz reizend. Das ist ja eine Tragödie. Den Tenners geht es ohne mich überhaupt nicht besser. Sie langweilen sich. Und was noch schlimmer ist, sie sind langweilig. Aber doch nicht unglücklich. Das liegt nur daran, dass sie mich nicht kennen. Ihre Stimmungskanone, die Freude ins Leben schießt. Weißt du, Katharina,
So schön unser Leben auch sein mag, manchmal habe ich das Gefühl, irgendetwas fehlt. Jetzt, wo du es erwähnst, darf ich sagen, ich habe dasselbe Gefühl. Du hast dir das sagen lassen. Nein, habe ich nicht. Hast du wohl? Habe ich nicht. Hast du doch. Nein. Doch. Willy, was soll das? Langsam, ganz langsam schiebt er die Gebäckschale aus Kristall bis zur Tischkante und stößt sie mit einer letzten müden Bewegung runter. Was treibt dich zu so etwas, Schatz? Hin und wieder habe ich das Bedürfnis zu hören, wie etwas zerbricht. Ich sag dir doch, ich fehle ihnen. Mach dich nicht lächerlich, die kennen dich nicht einmal. Okay, dann brauchen sie mich eben. Sieh dir Willy an. Der arme Kerl muss alles alleine zerdeppern. Und wieder naht Rachel und kehrt die Scherben mit einer dezent nichtssagenden Miene auf. Haben Sie sonst noch ein Bedürfnis? Ach, seien Sie bitte so freundlich und rülpsen Sie doch mal für uns. Danke, Rachel. Null Problemo. Das ist ja schrecklich. Du wolltest dich verabschieden, dann solltest du das jetzt tun. Ich habe es mir überlegt. Ich komme nicht mit und du kannst mich nicht zwingen. Du kannst mich nicht zwingen. Unterschreib hier. Ich werde nicht unterschreiben. Ganz wie du willst. Das ist sowieso nur eine Formalität. Sieh mal, den Tenners geht es kein bisschen besser, nur weil sie einen Haufen Geld haben. Und ich will gar nicht reich sein, wenn ich sie dafür nicht mehr wiedersehen darf. Es sind die Menschen in meinem Leben, die zählen. Und nicht die materiellen Dinge. Was soll das sein, Familienbande? Das Mindeste wäre, dass jemand diesem Billy beibringt, wie man einen Witz erzählt. Es ist zu spät, Alf. Was geschehen ist, ist geschehen. Ach, vergiss es. Ich werde nicht gehen. Ich kenne meine Rechte. Besorg mir einen Anwalt. Wir sind im Himmel. Hier gibt es keine Anwälte. Mach dich bereit für dein neues Leben. Nein, nein, warte. Die ganze Sache war von vornherein ein Irrtum. Wir kommen nicht zusammen. Das Geschäft ist geplatzt. Er ist wieder zu sich gekommen. Alf? Alf! Kannst du mich hören? Oma Shambe. Oma Shambe, bist du das? Hätte ich gewusst, dass der Mailmark explodiert, hätte ich dich nicht eingeschlossen. Ich bin doch Kate. Kate Tanner, komm zu dir. Ich bin dabei. Oh, au. Oh. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Oh, Brian. Kate, Lynn. Willy, ich bin wieder da. Bob hat mich zurückgeschickt. Wer ist Bob? Bob ist mein Schutzengel. Ich hatte mir gewünscht, ich wäre nie in eure Garage gekracht. Deshalb hat Bob mich von euch weggeholt und Willy hat eine Pfeife geraucht. Alf, du hast bloß geträumt. Wir haben dich im Garten gefunden. Du warst bewusstlos, als wolltest du Dreck fressen. Ja, du musst dich mit dem Schläger selber ausgenockt haben. Entschuldige, dass ich dich so angeschrien habe. Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Wir dachten, du hättest vielleicht, du weißt schon, den Löffel abgegeben, ins Gras gebissen, endgültig in den Sack gehauen, eine Suite im Würmerhotel gemietet. Das reicht. Ein Nickerchen in der Kiste. Gut, es reicht. Alf, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das Leben ohne dich wäre. Glaub mir, das ist auch besser für dich. Ach übrigens, haben wir ein Schwimmbad? Nein. Ist auch nicht wichtig. Ich bin wieder zu Hause. Einen Maserati gibt's bei euch wahrscheinlich auch nicht, oder? Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Hey, was soll mir denn fehlen? Ich bin hier bei meinen Tenners. Und alles wird wieder so wie gehabt. So wie ihr es mögt oder ich es mag. Hier kommt ein Geschenk für dich, Willy. Aus tiefstem Herzensgrunde. Und du musst mir nicht danken. Popcorn. Ich brauche Popcorn. Alf genießt die Zeit des Umsorgtseins und wenig später ist er wieder der Alte. Das beweist sehr deutlich das Telefonat, das er eines Tages führt. Kate und Willy bereiten sich gerade auf einen Besuch vor und Alf hat eine kleine Flasche mit einer blauen Flüssigkeit vor sich stehen. Bist du endlich fertig, Liebling? Ich bin gleich da. Hallo?
Bloomingdale Parfumabteilung? Ja, ich habe hier Ihren nächsten Verkaufsschlager. Ein Renner. Ein sensationeller Duft, nach dem jede Frau verrückt sein wird. Willi! Bleiben Sie einen Moment dran. Kannst du mir dazu vielleicht etwas sagen? Oh, Kate, dein Hals und deine Hände sind ja ganz blau. Nicht für jeden Hauttyp geeignet, Blue Lady. Das riecht nach Kühlflüssigkeit. Hallo? Könnten Sie mich bitte mit Ihrer Kfz-Abteilung verbinden?